Herzlich willkommen zum dritten großen Fehler der meisten Gründer und das sind fehlende Erfahrungen. Was meine ich damit? Wenn du beispielsweise in eine Dienstleistung oder eine Produktion in den Verkauf gehst, dann gibt es dort Prinzipien, es gibt Gesetzmäßigkeiten, es gibt soziale Gesetze, es gibt kommunikative Gesetze, es gibt Führungsprinzipien. All diese Prinzipien, die in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, aber auch zwischen zwei Menschen Anwendung finden, wirst du schwerlich in der Theorie aus Büchern allein nicht lernen. Du brauchst tatsächlich den Sprung ins Wasser, um schwimmen zu lernen. Und hier gilt der Grundsatz, je häufiger du im Wasser warst, je häufiger du in verschiedenen Gewässern warst, in einem Standgewässer, in einem Schwimmbad, aber vielleicht noch im Bach, einem Fluss, einem Meer, desto erfahrener bist du, dich dort auch fortzubewegen. Was kannst du also konkret tun? Also achte darauf, dass du immer in Arbeit bist, dass du vielleicht auch zwei oder drei Jobs hast und dass du vielleicht auch Tätigkeiten durchführst, wo du gar kein Geld bekommst, also als Praktikant tätig bist, aber dafür einen Einblick bekommst in die Firmenprozesse, in die Kommunikationsprozesse, in die Kanalstrategien der Unternehmen, in die Zielgruppen, in die Leistungsprozesse und in die strategischen Ziele, die Kennzahlen, die KPIs, die gemessen werden, die optimiert werden. All dieses Firmenwissen, was häufig auch Geschäftsgeheimnisse sind, wirst du in keiner Uni, in keinem Buch finden. Du wirst sie nur in der Praxis finden und dort auch trainieren können, dort Vorbilder finden und dich optimieren. Ich persönlich habe in über 30 verschiedenen Jobs gearbeitet, vom Gärtner über einen Verkäufer, im Sicherheitsdienst bis hin zum Polizist, Soldat, aber auch im Persönlichkeitsberater, als Coach, als Trainer und Vertriebler. All diese Einblicke, die ich bekommen habe, haben mir zu verstehen gegeben, wie Unternehmen produzieren, wie Unternehmen funktionieren, wie Verkauf funktioniert, wie zwischenmenschliche Kommunikation funktioniert und weshalb es so wichtig ist, die Grundregeln in der Wirtschaft, aber auch in der Natur, vielleicht im Universum zu lernen. Denke daran, dass Schule und Berufsausbildung und Universitäten gut sind, aber das sind theoretische Gebilde, wo Menschen Lehrpläne erzeugen und Prüfungsrichtlinien schreiben, die du bestehen musst. Aber das Bestehen einer solchen Prüfung ist kein Garant dafür, dass du gut verkaufen kannst, gut führen kannst, gut einen Businessplan schreiben kannst oder eine Firma gründen und führen kannst. Wenn du also schwimmen willst, dann spring ins Wasser. Wenn du reden lernen willst, halte eine Rede. Und wenn du arbeiten tatsächlich lernen willst und selbst führen willst, dann arbeite, sammle also so viel wie möglich Erfahrung, entgeltlich, aber auch unentgeltlich, da, wo du wichtiges Wissen und Erfahrungswerte sammeln kannst. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, zum Beispiel dich selbstständig machen möchtest in der Gastronomie oder in anderen Gewerken oder als Berater, dann bist du immer wieder eingeladen, auch zu uns Kontakt aufzunehmen. Denn wir haben mehrere tausend von Unternehmern und Selbstständigen begleitet und können auch Kontakte geben, wo vielleicht auch du ein Praktikum machen kannst. Also nutze jetzt das kostenfreie Erstgespräch. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zum vierten großen Fehler von Gründern.